Und herzlich willkommen zu Alex unterwegs. Ich darf Sie heute hier vom Ski-Opening in Ischgl begrüßen. Ja, was soll man sagen? Traumhaftes Wetter, 238 Kilometer, Pistenkilometer, 34 Bahnen zum Fahren. Also es ist ein Traum hier, ein Traum-Opening-Day. Außerdem werden heute auch die Scorpions live im Top of the Mountain-Konzert spielen vor 20.000 Menschen. Vorher besuchen wir aber noch ihre Pressekonferenz. Ich gehe jetzt noch eine Runde fahren und dann schauen wir uns die Scorpions an. Tschüss dabei! Was würde ich sagen, Ischgl, was macht Ischgl besonders? Ischgl ist eigentlich, wenn man jedes Jahr kommt, wir kommen jedes Jahr, wir sind eine Weibertruppe, wir kommen jedes Jahr. Immer zum Opening? Ja, cool. Ja, wir sind schon seit ein paar Jahren da, ja. Und man trifft sich immer irgendwie dieselben Leute wieder. Kathleen, wie war es heute? Bist du schon viel gefahren? Ja, super, super Bedingungen, die Sonne scheint, der Schnee ist da, sogar so ein bisschen Powder, ja, alles super. Und jetzt geht's auf zur Pressekonferenz. Daniela, wir durften einen super Tag heute erleben. Du bist mitverantwortlich da im Tourismusverband. Wie ist denn das abgelaufen? Also es war wirklich sehr viel vorzubereiten für 4 Konzerte, das ist wirklich enorm. Wir sind aber alles in allem wirklich rundum zufrieden. Die ersten 3 Konzerte waren eine ganz tolle Kooperation mit Volkswagen, mit der Präsentation vom neuen Golf. Für das letzte Konzert, das Highlight, das Top of the Mountain Konzert mit den Scorpions, war wirklich alles. Wir haben tolle Besucherzahlen gehabt, traumhaftes Wetter, es war alles in allem perfekt. Ja, da kann ich ihr nur zustimmen. Ich danke Ihnen fürs Zusehen und freue mich schon aufs nächste Mal, Alex unterwegs.